Hallo liebe Steinbock, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Irina und ich mache Legung für September. Und gerade was ich sehe, die Energie für September. Ich vermute, dass irgendwo war Enttäuschung bei dir. Im Liebesleben vermutlich. Du kannst in diesem Zustand sehr lange bleiben. Aber hier musst du schauen. Die Situation, die ist, akzeptieren. Bitte natürlich beachten Sie, das ist eine allgemeine Legung und kann natürlich nicht mit jedem Steinbock in Resonanz kommen. Aber irgendwie welche Details vielleicht. Die Karte sagt auf jeden Fall, das ist eine Enttäuschung in der Liebe. Vermutlich in der Liebe, Job. Ich erkläre nur die Situation, die ich sehe. Am besten diese Situation zu akzeptieren und anfangen zu handeln. Weil wenn du das nicht akzeptierst, okay, ist oder alles verloren oder du kannst etwas verändern. Und der Magier sagt an erster Stelle, alles ist in deiner Hand. Egal, ob da lacht der ich habe es vergessen, wie diese Affe heißt. Okay, ist nicht wichtig. Du hast dein Welt, dein Leben in der Hand. Und kein Affe kann dich auslachen, egal wie viel. Du kannst dein Leben verändern. Das heißt, sobald du diese Situation siehst von anderer Seite oder akzeptierst, erstens akzeptieren, okay, so ist passiert. Hier spielt keine Rolle. Job, Beziehung oder Liebe. Und dann nimmst du dich in Hand und veränderst das. Oder wieder versuchen, wenn ist möglich, Beziehung verändern. Oder ohne diesen Mensch anfangen zu leben. Weil diese Karte sagt, so wie es war, wird nie wieder. So, jetzt nehmen wir. Wo ist meine Tarot-Deck? Sorry, meine Lieben, ich bin so spontaner Mensch und ich entscheide mich ganz, ganz spontan für irgendwie welche Deck. So, das heißt, akzeptieren und weitergehen. Leben geht's weiter. Kann sein, du bist verlassen worden oder entlassen, abserviert. So, jetzt schauen wir ein bisschen mehr Details. Jo. Zuerst könnte sein, auf jeden Fall, das ist jobmäßiges etwas. Und kann das sein, das ist auch in der Liebe etwas. Kann auch Liebe sein. So. Hier war viel zu konservativ, viel zu hat sich stabilisiert und hat sich nichts entwickelt. Wenn das Job ist, hier hattest du keine Entwicklung mehr. Wenn das Familienleben war, einer von euch hat sich entschieden, andere Weg zu gehen. Und so wie aussieht, bald, wer ist Single, wirklich Single? Diesen Monat hast du eine Chance, jemanden kennenzulernen. Meine Lieben, es tut mir leid, dass die Lampe hier. So, jetzt ist, ich hoffe, ich sehe jetzt besser. So wie aussieht, diesen Monat, je schneller du diese Situation abschließt, ich sehe hier ein feuriges Element. Hier spielt keine Rolle, bist du Mann, bist du eine Frau. Hier kommt etwas Aktives und Attraktives in dein Leben. Wirklich, hier und jetzt im Moment. Aber der Hierophant sagt auch, akzeptiere die Lage. Das ist alles, ist,
Nichts ist verloren, nichts ist verloren, auch wenn du enttäuscht, sehr enttäuscht bist. Weil du denkst, okay, er ist gegangen oder sie ist gegangen. Alles ist in deiner Hand. Das heißt, du wirst etwas Besseres haben. Und diese Bessere ist schon unterwegs zu dir. Jetzt ziehe ich noch Rad, Tarotrad. Aber ich wollte eigentlich in Beziehung andere Deck nehmen. Die Erotik-Deck. Beziehung extra noch. Weil hier kann auch Job sein. So. Neuer Job, neue Perspektive. In einem Familienbetrieb vielleicht, könnte auch sein. Jetzt ist im Liebesleben, egal wer du bist, Mann oder Frau. Wow. Mhm. Erstens, du bist die Herrscherin, so wie ich gesagt habe. Der Magier zeigt dir, dass du hast dein Leben in der Hand. Die Herrscherin zeigt dir das Gleiche. Sie ist Natur pur, wenn du das bist. Wenn du ein Mann bist, schau, dass du triffst so eine Frau, die kennt ihren Preis. Sie weiß, sie kennt ihren Platz auf dieser Erde. Sie weiß ganz genau, was sie tut. Und das ist die Weiblichkeit. Wow. Und naturverbunden, sehr intuitive, sehr natürliche Weiblichkeit hier mit dem Universum verbunden. Wie sagt man, Fruchtbarkeit auch. Und wenn du Frau bist, ich sehe, dass du wirst wirklich jemanden kennenlernen, aber akzeptieren, dass du da etwas verloren hast, wenn das wirklich Beziehung ist. Dann kannst du nach vorne schauen. Da musst du dich wirklich in Hand nehmen, so wie der Magier sagt. Und versuchen, weil du kannst richtig Liebesbeziehung von einem Mann erleben, der dich wirklich liebt. Wunderschöne Karten. Jetzt ziehe ich noch Rad für dich, liebe Steinbock, weil das ist das eine, aber Rad, mal schauen jetzt, welche Rad für dich hat Tarot. Nutze die Chance. Feuer, gib mehr für deine Erde Feuer. Gib mehr Feuer. Feuer fehlt dir. Du hängst viel zu sehr, weil du zu erdig bist. Gib deinem Element ein bisschen mehr Feuer. Nutze die Chance, aus dieser Situation rauszukommen. Und in dieser Situation aufgehängt zu sein, ja? Vielleicht keine Lust, weil das ist normalerweise mehr Freiwillige anhängen. Nutze, um die Situation von anderer Perspektive anzuschauen. Andere Blick auf die Situation werfen. Enttäuscht? Okay. Nutze die Zeit zum Erholung. Deine Pläne und Chance ist da. Nutze diese Chance. Schau mal. Erleuchtung kommt. Dir kommen Ideen. So wie aussieht. Irgendwie welche Idee, die dich nach vorne bewegen. Und das ist das auch. Feuer. Fehlt Feuer. Ich spüre hier fehlt Feuer. Initiative fehlt hier. Initiative. Wenn hier wirklich Beziehung war, alles ist eingerostet, war schon. 10 Münzen. Ihr habt euch nicht kein Update gemacht oder sowas. Schaut mal, das ist wie ein Computerprogramm. Der Internet, E-Mail und Handys, alle wollen Updates haben. Erholung. Auto, ist egal was, braucht Update. Und hier war kein Update seit Jahren. Ich vermute,
Hier war schon viel zu langweilig, dass ich vermute, dein Gegenüber, egal wer du bist, Mann oder Frau, dein Gegenüber oft hat sich erlaubt, Ausflüge zu machen mit anderen. Wenn er Mann ist, wenn sie Frau ist, genauso. Weil dir fehlt Feuer, Feuerbisschen. Gib in deine Beziehung dir selbst mehr Feuer, mehr Idee. Diese Idee, die kommt dir jetzt in diesem Zustand. Jetzt möchte ich noch kurz schauen, die Engelbotschaft. Welcher Engel wird dich diesen Monat begleiten und unterstützen? Ui. So, der Engel der Geborgenheit. In Momenten, in denen du dich allein fühlst, in diesem Zustand sowieso und in diesem, bitte deinen Engel schützend seine Flügel. Bitte deinen Engel schützend seine Flügel über dich zu breiten. Er wird dir Zuversicht schenken, sodass du dich fallen lassen kannst, in dem Wissen, dass du nicht allein bist. Dein Engel wird dich beschützen mit seinen Flügeln. Und das ist dieser Zustand. Ich vermute, das ist dieser Zustand, Engel zu beten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Schaut mal hier. In diesem Zustand aufgehängten, siehst du? Der Kopf. Und das ist das hier. Idee kommt zu dir, wie du weitergehst. Und dann aufstehst du und machst das Richtige. Der Magier hilft dir, der Engel der Geborgenheit auch. So, meine lieben Steinböcke, ich wünsche euch einen wunderschönen Monat September. Passt auf euch auf, genießt das Leben und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, Papa.